ein Bild posten, was womit glaube ich wenige Menschen rechnen. Ich werde es jetzt gleich posten. Die Hater treffen die Gehatete oder so, keine Ahnung. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche zu meinem nächsten Enkelkind. Ich freue mich so. Benvenuti ragazzi, ja, im kleinen Katzenberger Wölke, Frankhauser Kosmos ist immer was los, ne? Ich habe euch mal so gesammelt, die letzten News und Highlights der letzten Tage. Also fangen wir mal an mit Iris Klein, die war ja als Model in New York auf der Fashion Week. Und hier sehen wir ein paar Impressionen, ein paar Bilder von New York und von Iris. Stark bearbeitet wurden, aber so das ein oder andere von Iris als Model hat mir doch ganz gut gefallen. Gefällt euch da was von oder ist es überhaupt nicht euer Fall? Ja, war quasi eine Fragerunde an euch hier und auch eine Fragerunde hat Iris natürlich mal wieder gestellt. Und da kam unter anderem das Thema Playboy und Puff zur Sprache. Wie geht's jetzt weiter mit Modeln? Was sind deine nächsten Ziele? Ich werde schon sehr bald wieder für Pia Bolte auf dem Laufsteg zu sehen sein. Nächstes Ziel, ich will in den Playboy. Ich habe ja gerade Anlauf genommen und Blut geleckt. Wie kannst du so gelassen bleiben bei den ständigen Provokationen von YW? Die bin ich seit Januar gewohnt und ich weiß auch, dass sie damit niemals aufhört, weil sie mich und meine Familie zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat und es alleine nicht in die Presse schafft. Sie tut mir mittlerweile sehr leid. Ich hätte das zwar nie gedacht, dass ich das sage, aber ich gönne ihr mein Ex. Ich dagegen habe ein neues und glückliches Leben und keine Zeit mehr für negative Menschen. Wie hast du deinen Freund überredet, nun doch gezeigt zu werden? Eigentlich gar nicht, aber nachdem wir heimlich fotografiert wurden und sein Foto öffentlich überall zu sehen war, sagte er, jetzt ist es eh durch. Mit Brille ist es okay. In meinen Stories mag er aber nicht reden und auch nicht vor der Kamera. Er steht lieber dahinter. Es ist einfach nicht so sein Ding und das ist aber auch okay für mich. Nach Mr. T und dem Thema Wölke kommen wir jetzt zum Thema Puff. Da hat Iris ja gearbeitet. Geständnis von Iris Klein. Ich habe 10 Jahre im Puff gearbeitet. Nur zur Info, ich habe als gelernte Nageldesignerin damals den Mädels dort die Fingernägel gemacht. Und das stand auch schon vor ein paar Jahren in Danielas Buch.
Natürlich ließ dann auch eine Reaktion von Yvonne Wölke nicht auf sich warten. Ja, so funktioniert Muttis immer wiederkehrende Strategie, Follower für sie in den verbalen Krieg zu schicken. Schrecklich, diese negative Energie. Es war gerade so ruhig. Mit dem Post ist sie für Mobbing und Hate. Kommen wir jetzt zu den freudigsten News wohl aus der Familie, den Baby-News von Jenny. Ich werde jetzt gleich ein Bild posten, was, womit, glaube ich, wenige Menschen rechnen. Ich werde es jetzt gleich posten. Ich bin sehr nervös und wir werden einen schönen Tag jetzt da, fahren mit der Gondel da zu diesem Denkmal und werden uns einen schönen Tag machen. Und ich lasse das Bild einfach mal wirken, ja? Also ich lade es jetzt hoch und melde mich morgen wieder. Ich lege mein Handy am besten einfach weg. Du machst unsere kleine Familie komplett. Wir freuen uns so sehr auf dich. Könnten nicht glücklicher sein. Tanti freut sich schon so. Oma freut sich auch wahnsinnig auf die nächste Knutschkugel. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen da draußen. Und vielen, vielen Dank für die Glückwünsche zu meinem nächsten Enkelkind. Ich freue mich so. Das heißt, ich freue mich so, dass es endlich raus ist. Wissen tun wir das in der Familie ja schon alle länger und haben die ganze Zeit stillgehalten. Ach, man hat es zwar schon ein bisschen gesehen bei Jenny, aber ja, sie hat ja immer ganz viel Essen gepostet und das war dann so ein bisschen das Ablenkungsmanöver. Aber wir freuen uns wahnsinnig. Und was viele nicht wissen, es ist für mich Enkelkind Nummer 5. Ich war ja schon im Alter von 39 Jahren die stolzeste Oma der Welt und freue mich jedes Mal auf Familienzuwachs. Unsere Familie wird größer und das ist das Wichtigste im Leben überhaupt, oder? Wölke hat jetzt eine ganz andere komische Idee. Die Gehatete will sich mit den Hatern treffen. Okay. Würdet ihr sowas anschauen, einschalten? Sie sucht wahrscheinlich jetzt schon nach einer Produktion. Schaut selbst. Also ich bin schon so ein Fan von Peter. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und übrigens zu dem Musikvideo. Das ist ein Musikvideo. Wir haben ein Musikvideo gedreht. Wir haben nicht unser privates Leben gedreht. Das verwechseln so ein paar Leute. Und fragen dann, seid ihr jetzt doch zusammen, seid ihr jetzt nicht zusammen? Das ist ein Musikvideo. Oder habt ihr auch Brad Pitt mal gefragt, ob der mit seinen ganzen Schauspielkollegen zusammen ist, mit denen er so gedreht hat? Oder ob die Szene bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten echt ist? Oder ob Wolfgang Barrow alias Gerner, ob der auch im privaten Leben ein Anwalt ist oder mit der und der zusammen ist oder so. Das ist, man darf das nicht verwechseln, ne? Privatleben und Beruf oder so Musikvideo. Also nicht alle Sänger, die mit einer Schauspielerin ihr Musikvideo gedreht haben, sind zusammen. Ich hoffe, ihr habt's verstanden. Und ich hätte noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr mich nicht mögt, dann schreibt mir doch die schlechten Nachrichten, die schlechten Kommentare, weil ihr mögt mich ja nicht. Warum beschimpft ihr dann Peter mit den schlechten Kommentaren über mich? Weil letztendlich könnt ihr mich ja nicht leiden und ihr schreibt es einfach der falschen Person. Und ich finde es einfach schade, dass ihr Peter mit reinzieht, weil er kann nun gar nichts dafür, dass ihr mich nicht leiden könnt. Und Peter ist wirklich derjenige, der das alles schlichten möchte, der seine Ruhe haben möchte, der seine Arbeit macht und seinen Frieden haben möchte. Und deshalb ist mein Anliegen, wenn ihr ein Problem mit mir habt, wechselt die Seite von Peter auf meine Seite, schreibt duck, 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 ich bin eine blöde Kuh oder sonstiges und alles ist gut. Lasst einfach euren Müll bei mir. Ja, das macht ihr ja eh schon, also von daher ist es ja nichts Neues. Aber trotzdem, ich würde gerne 10 Hater
mal kennenlernen. Wer steckt hinter den Namen und welche Person ist das? Warum macht sie das? Was hat sie für Probleme? Was ist ihr Anliegen? Also 10 Hater würde ich wirklich gerne mal treffen, persönlich kennenlernen, weil ihr versteckt euch ja alle hinter so einem Namen und dann seid ihr auch alle super mutig und lässt eure ganze Wut an uns raus, egal an wem. Und das finde ich halt sehr schade, dass ihr nicht ehrlich seid, dass gewisse Personen 5, 6 Fake-Accounts haben und einen draufhauen. Aber klar, wenn man sich verstecken kann, dann ist man richtig mutig. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Sender, die sowas produzieren. Die Hater treffen die Gehatete oder so, keine Ahnung. Ich lasse mir auch da was einfallen. Leute, ach, die Welt ist schon komisch, oder? Wenn die Leute einen treffen, sind die super nett. Und hier bei Instagram, da haben sie eine große Fresse. Schon komisch, ne? Komische Welt. Wie hat sich Iris als Model geschlagen? Freut ihr euch für die Familie über Nachwuchs? Und was sagt ihr zu dem Thema Hater treffen Gehatete? Kommentiert, abonniert, ciao ragazzi.